Herzlich willkommen aus den Schweriner Höfen zu einem TV-Talk zum Thema Jungpolitisch weiblich MV. Zu Gast aus Schwerin die 17-jährige Luise Steinbach. Die Schülerin ist seit Anfang 2019 für die Klimabewegung Fridays for Future aktiv. Für einen klimagerechten Morgen beteiligt sie sich sowohl bei der Grünen Jugend als auch beim Schweriner Klimabündnis. Obwohl sie gerade erst ihr Abitur schreibt, ist sie bereits Mitgründerin des Rates für Umwelt und Nachhaltigkeit. Auch Carlotta Petersen aus Dammeretz in Nordwestmecklenburg ist noch Schülerin. Dennoch engagiert sie sich für die CDU in Umwelt- und sozialen Projekten. Im vergangenen Jahr stattete der Bundestag die 17-Jährige mit einem Stipendium aus. Damit sollte sie derzeit als Juniorbotschafterin für das parlamentarische Partnerschaftsprogramm in den USA sein. Corona durchkreuzte diese Pläne. Die 27-jährige Anna-Katharina Kasautzki engagiert sich seit 7 Jahren für die SPD. Gebürtig aus Heidelberg ist sie nun im Masterstudium der Politikwissenschaften an der Universität Greifswald. Die Jungsozialistin bewarb sich dieses Jahr für die SPD als Kandidatin für die Bundestagswahl im Wahlkreis Vorpommern-Rügen. Moderiert wird das heutige Gespräch durch den einzigen Mann in der Runde, Magnus Schirmer. Und damit seien Sie auch von mir herzlich begrüßt hier in der Landeshauptstadt Schwerin. Ein Monat des neuen Jahres haben wir schon hinter uns geschafft, aber alles steht noch im Zeichen von Corona. Dieses Jahr steht aber auch noch ein anderes Großereignis an. Die Bundestagswahl und die Landtagswahl machen 2021 zum Superwahljahr, zumindest hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und wie vor jeder Wahl sollten wir uns jedes Mal fragen, ist das, was wir in den Parlamenten haben, wirklich demokratisch? Sind alle Bevölkerungsschichten im gleichen Maße repräsentiert? Ich habe heute 3 sehr junge Frauen hier, die sich im Land für Politik einsetzen. Und damit Sie einfach mal wissen, dass die Attribute jung und weiblich in den Parlamenten bisher fehlen, haben wir hier einen Film vorbereitet. Wird Politik von Männern im fortgeschrittenen Alter dominiert? Frauenquoten sollen die Ungleichheit beheben. Auch die Parteien wollen sich selbst jünger und weiblicher aufstellen. Mecklenburg-Vorpommern glänzt vorbildlich mit einer Frau als Ministerpräsidentin. Zudem hat kein anderes Land einen so jungen Menschen an der Regierungsspitze. Die 46-jährige Ministerpräsidentin gilt aber als Ausnahme. Zusammen mit Malu Dreyer steht sie alleine auf weiter Flur. Die restlichen Landesregierungen führen Männer. An Frauen fehlt es dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern dennoch. Nur jede 4. Abgeordnete ist eine Frau. Im Bundesvergleich liegt Mecklenburg-Vorpommern damit auf dem vorletzten Platz. Junge weibliche Stimmen in den Parlamenten sind auch heute noch eine Seltenheit. Bleibt die Männerdominanz weiterhin eisernes Gesetz der Politik oder wird an der Veränderung bereits gearbeitet? So, wie seht ihr das? Bleibt die Männerdominanz ein eisernes Gesetz oder ist da gerade was im Wandel? Vielleicht kann ich ja kurz dazu was sagen. Ich glaube, wir haben gerade in den vergangenen 2-3 Jahren gezeigt, dass sich durchaus was verändern kann und dass es eben auch die Notwendigkeit und den Druck dahinter gibt von der jungen Generation. Es sind nämlich inzwischen nicht nur noch Frauen, die erkennen, dass sie unterrepräsentiert sind, sondern auch viele junge Männer, die verstehen, dass Feminismus nicht bedeutet, dass man für Frauenrechte kämpft, sondern für Gleichberechtigung, was auch für Männer Vorteile hat. Und über solche Bewegungen wie Fridays for Future oder Parteistrukturen bieten wir Plattformen, um Frauen eine Stimme zu geben und die werden immer mehr genutzt und deswegen ist es unsere Aufgabe, das weiter zu unterstützen. Und erlebt ihr eigentlich sowas wie Männerdominanz noch? Ich meine, ihr engagiert euch ja schon in den parteilichen Strukturen und es ist ja eine Versäumnis der letzten Generation. Wirkt die auf euch noch ein? Habt ihr noch viele Männer, die euch was erklären wollen? Ja, also auf jeden Fall würde ich dazu einmal sagen, es ist grundsätzlich so, dass gerade in den Gemeinden, vielleicht in den Kommunen, noch sehr, sehr viele Männer das Ganze repräsentieren. Die Frage ist natürlich,
ob und inwiefern wir das natürlich jetzt lösen können. Und ein Problem, denke ich, dass viele Schülerinnen und Schüler und Auszubildende und Auszubildende sich nicht gehört fühlen und sie wissen nicht, wo kann ich mich eigentlich hinwenden. Also die Ansprechpersonen fehlen sicherlich, dass sie dann auch sagen könnten, ja, hey, ich habe Lust, mich zu engagieren. Das Angebot mangelt noch und das ist, glaube ich, der nächste Schritt, den wir auf jeden Fall machen sollten. Und jetzt seid ihr ja alle Mädchen, Frauen, und junge Frauen vor allem. Und ihr habt es ja trotzdem geschafft, in die Politik reinzukommen. Könnt ihr da einfach mal aus eurem Erfahrungsschatz berichten, was ihr da gemacht habt, um euch vielleicht durch dieses männliche Gestrüpp, durch dieses ältere männliche Gestrüpp erstmal durchzukämpfen? Oder gab es da überhaupt Hindernisse? Ist das vielleicht ganz einfach und das wird einfach nur in der Gedankenwelt so dargezeichnet, dass es schwer ist? Also natürlich gibt es Hindernisse und das sind Hindernisse, die sieht man am Anfang auch erstmal gar nicht. Man bekommt das mit, wenn man beispielsweise männliche Mitbewerber hat oder Menschen, die zum gleichen Zeitraum beigetreten sind und auf die auf einmal mehr gehört wird, weil denen mehr Kompetenz zugesprochen ist, einfach nur, weil sie männlich sind und man sich als Frau da irgendwie doppelt und dreifach anstrengen muss. Und du hattest vorhin schon mal ganz kurz mein Planning angesprochen. Das ist was, was zumindest ich super häufig erlebt habe, dass irgendwie vor allem ältere Männer erstmal meinen, mir die Welt erklären zu müssen und dann irgendwie sagen, aber so funktioniert ja Politik, wo ich mir dann auch nur denke, vielen Dank, ich habe das studiert, ich bin da schon lange aktiv, du musst mir nicht erklären, wie das funktioniert. Ich glaube aber, dass wir auch positive Beispiele sehen. Also es ist im Wandel, es ist nicht so schnell im Wandel, wie ich oder ich glaube, wir alle das gerne hätten. Aber ein Beispiel, das ich gerne hervorheben möchte, wäre jetzt Delara Burkhardt, die ist Europaabgeordnete, unter anderem von der SPD zuständig für Mecklenburg-Vorpommern. Die kommt aus Schleswig-Holstein, sitzt im Europaparlament und setzt sich auch ganz stark für Umweltthemen ein, wie beispielsweise entwaldungsfreie Lieferketten. Und sie ist ein Beispiel, wie man irgendwie Politik so machen kann, dass es auch für junge Menschen, vor allem auch für Frauen ansprechend ist, indem sie halt irgendwie nicht rumpoltert und toxisch ist, sondern Sachen erklärt, mit den Leuten redet. Und das finde ich total angenehm. Und es gibt auch Männer, die das irgendwie sehr gut machen. Das ist auf jeden Fall, das möchte ich denen gar nicht absprechen. Aber ich glaube, dass wir da definitiv mehr weibliche Vorbilder auch brauchen. Vielleicht, ich glaube auch, dass die Strukturen in der Partei natürlich einerseits halt Frauen auch die Möglichkeit geben, sich zu partizipieren, aber eben auch Männern, was erstmal kein Problem ist. Aber ich glaube, es wird oft Männern zum Beispiel leichter gemacht, Netzwerke zu knüpfen und so. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieses Konzept von Männern als dominanter Funktion in Parteistrukturen und in der Politik irgendwie ein überholtes Konzept ist, weil diese Männer natürlich auch nur für ihren Kreis Politik machen, weil sie das nicht anders erfahren haben. Wir haben jetzt aber eine Generation, die viel mehr Weltoffenheit gelehrt bekommt, die mit diversen Krisen sich auseinandersetzen muss und dafür Lösungen finden muss, weil wir am Ende an diesen Positionen sitzen und irgendwie schauen müssen, wo wir damit hinkommen. Und ich glaube, an diesem Punkt werden viele Leute erkennen, dass diese Konzepte, die so viele Jahrhunderte bisher funktioniert haben, eben nicht mehr funktionieren. Und diesen Prozess durchlaufen wir gerade, aber es muss auf jeden Fall schneller werden, weil wir den Krisen unserer Zeit so nicht begegnen können. Also da sehen wir ja schon was wir aus dem Talk mitnehmen können, dass einfach auch die globalen Probleme, die jetzt auf uns einwirken, einfach auch dazu führen, dass auch auf kommunaler Ebene wahrscheinlich größer gedacht werden muss. Gerade wahrscheinlich in Umweltbelangen und Klimabelangen. Die Frage ist natürlich auch, die ich mir gestellt habe, ich als deutscher Kerl, der so ein bisschen Politikwissenschaften studiert, aber eben auch seine eigenen politischen Ziele natürlich mehr verfolgt. Ich bin jetzt nicht so im Umweltschutz drin, muss ich sagen, aber wenn ich mir die Fridays for Future Demos angucke, dann sehe ich da vorwiegend immer Frauen als Leitbilder. Ich muss ja nur an Greta denken oder an Luisa Neubauer. Hast du da auch das Gefühl, dass sich für die Umwelt generell mehr Frauen einsetzen? Ja, es ist natürlich nicht so, dass sich nur Frauen für die Umwelt einsetzen, aber das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Man sieht, dass da ganz viel Bedarf ist, sich zu äußern und irgendwie eine politische Meinung an den Mann und an die Frau und an non-binäre Geschlechter zu bringen. Und gerade das Beispiel Fridays for Future zeigt, dass eben diese Parteistrukturen
nicht genügend Möglichkeit bieten für Frauen, sich zu äußern, weil sie dann eben an Orte gehen, wo es funktioniert. Und deswegen müssen wir weitere Möglichkeiten bieten und Organisationen gründen und irgendwie Plattformen ermöglichen, in denen jeder Mensch sich äußern kann, weil die Politik eben nicht nur für alte weiße Männer gemacht ist, sondern für alle BürgerInnen aus Deutschland und von der ganzen Welt. Darf ich da gleich mal anknüpfen? Ich denke aber auch, dass diese von diesen Jahrhunderten Strukturen, von denen du gesprochen hast, ja, dass das aber auch ein bisschen in den Köpfen der Frauen veranlagt ist, dass sie eben sich nicht freiwillig in die erste Reihe drängen, dass sie, wenn ja Reden verteilt werden, dass ja doch deutlich mehr Zweifel aufkommen. Also wenn ich gefragt werde, ob ich eine Rede halten möchte, dann denke ich erstmal darüber nach, ob ich dafür vielleicht geeignet bin. Und weil Männer, die ja damit mehr Mut vielleicht auch rangehen. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir gucken müssen, wie kriegen wir vernünftige Rahmenbedingungen, dass es Frauen einfacher gemacht wird, sich zu trauen, auch in die ersten Reihen zu gehen. Und unsere Bundeskanzlerin ist natürlich das beste Beispiel dafür, dass das auch funktionieren kann. Aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Da würde ich gerne auch kurz anknüpfen. Wahrscheinlich hast du das nicht so gemeint, als du gerade meintest, es ist in den Köpfen der Frauen veranlagt. Das ist halt so ein Ding der Sozialisation. Wir werden so erzogen. Und keine Ahnung, ich hatte das Glück, dass ich sehr coole Eltern hatte und mit zwei Schwestern aufgewachsen bin. Das heißt, mir wurde zu Hause irgendwie nicht gesagt, jetzt sei mal still, aber eine Freundin von mir, die hat quasi, die ist nicht unwesentlich älter als ich, die hat damals gelernt, wenn die Männer reden, dann hat sie still zu sein. Da ist mir die Kinnlade runtergefallen, als ich das gehört habe. Und natürlich, wenn man sowas von klein auf mitbekommt, dann bleibt es im eigenen Handeln vorhanden. Und was wir schaffen müssen, sind Empowerment-Strukturen, sind Möglichkeiten, wie wir uns gegenseitig stärken, Mut zu sprechen. Und das, was du vorhin meintest, mit den Netzwerken, die Männer irgendwie einfacher knüpfen, dass wir das auch schaffen. Also, dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir uns irgendwie nicht runterreden, sondern auch über Parteigrenzen hinweg sagen, hey, und das ist eine coole Frau. Und vielleicht stimme ich mit der nicht überein, aber ich kann trotzdem darauf eingehen, was sie sagt. Man hat das super häufig in irgendwelchen Gesprächsrunden, zumindest die ich mitbekomme in Diskussionen, dass Männer immer gegenseitig aufeinander verweisen. So wie der Dieter gerade gesagt hat. Und wenn ich dann was sage, dann wird auf mich nicht verwiesen. Dann nimmt der Dieter aber meinen Punkt auf, sagt den gleichen nochmal. Und auf einmal wird auf den Dieter verwiesen. Und ich sitze da und denke mir so, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? So, also das ist besser geworden, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da haben wir noch einen ganz weiten Weg vor uns. Und diese Räume müssen geschaffen werden. Die muss man quasi auch erlauben. Also ich bekomme das auch manchmal mit, wenn man solche Empowerment-Strukturen schafft, dass die Männer dann sagen, oh, und jetzt treffen sich die Frauen wieder separat. Und das geht ja gar nicht. Und Gleichberechtigung, ja, aber das ist mal Suffragettenbewegung. Das ist mal ein Raum, wo wir untereinander reden können, wo wir uns austauschen können und wo wir auch die Erfahrungen, die wir mitmachen in so einem politischen Rahmen, für uns auch verarbeiten können. Und ich glaube, das ist unfassbar wichtig. Ich glaube auch zu dem Punkt noch, man muss ganz doll aufpassen, dass man Ursache und Wirkung nicht verwechselt. Ich habe das Gefühl, es wird viel argumentiert mit, ja, aber Frauen wollen das eben auch gar nicht und so weiter. Das ist ja aber nur das, was wir sehen und das zeigt ja eigentlich, dass wir irgendwie Produkt aus dem System sind, sage ich jetzt mal als schwieriges Wort, aber das ist ja eigentlich ein Beweis dafür, dass wir eben ganz viele dieser Strukturen schaffen müssen, aber da sind wir uns, glaube ich, eh einig. Und ich habe jetzt allgemein so ein bisschen, wo ich halt in der Politik unterwegs war, den Eindruck gesammelt, dass Frauen sehr stark sich auch untereinander vernetzen, überparteiliche Grenzen auch hinaus, eben weil man eine Frau ist und weil man eben auch das Ziel hat, wirklich Frauen in den Parlamenten voranzubringen. Kennt ihr das auch schon, dass ihr halt überparteilich einfach nur verbunden seid, weil ihr halt weiblich seid und für das Gleiche eintretet? Also das finde ich jetzt so ein bisschen schwierig. Also ich fühle mich Menschen jetzt erstmal nicht verbunden, weil sie weiblich sind, aber mir ist es auf jeden Fall wichtig, ihre Stimmen genauso zu hören, wie die, also mindestens genauso zu hören, wie die von Männern. Und
man bekommt es ja auch ganz häufig mit, dass Frauen Angriffen ausgesetzt sind und Shitstorms, die Männern bei gleichen Aussagen, glaube ich, eher nicht passieren würden und die vor allem ganz hart unter die Gürtellinie gehen. Und ich hatte da mal eine Debatte, ging es um irgendeine Aussage von Beatrix von Storch. Und ich habe für diese Frau nicht wirklich Sympathien übrig, für ihre Partei auch nicht. Aber da gab es Kommentare, die gingen dann irgendwie nur noch ums Äußere von ihr, wo ich dann auch gesagt habe, das ist vollkommen daneben so. Wir können Beatrix von Storch auf inhaltlicher Ebene kritisieren, wo wir wollen und so eher so, wo wir können, weil es gibt wenig, was ich nicht kritisieren würde. Aber wir müssen aufhören, das irgendwie aufs Äußerliche zu beziehen und irgendwie da zu sagen, was ist denn das für, ich möchte das jetzt nicht reproduzieren, ne? Aber das ist was, wo ich mich dann, so blöd das klingt, auch so ein Stück weit vor sie stelle und sage, bei einem Twitter-Mob oder bei einem Facebook-Mob, der da loslegt und sagt, hey, das geht nicht, so spricht man nicht über Menschen. Ja, ich würde auch sagen, dass man echt gut aufpassen muss, zwischen Frauen und Männern zu differenzieren, weil die Probleme ja erst dadurch entstanden sind, dass man es eben so klar trennen wollte. Dadurch haben Männer Probleme und Frauen auch, wahrscheinlich nochmal ganz anderer Natur. Aber ich glaube, wenn wir versuchen zu unterscheiden zwischen Mann und Frau, dann kommen wir zu ganz neuen Problemen und dann wird es wieder die nächste Welle geben an Leuten, die sich ungerecht behandelt fühlen, wahrscheinlich auch zu Recht. Und deswegen muss man eher aufpassen, dass man Menschen Respekt gegenüberbringt. Und wenn wir das machen, dann haben wir einen ganz entscheidenden Schritt gemacht. Und da sind wir, an diesem Punkt sind wir gerade noch lange nicht. Also ich glaube, wir zeichnen da auch eine ganz klare Krux auf, die ein neues Medium mit in die Politik gebracht hat. Unser nächstes Thema wird nämlich das Internet sein. Neue Formate, die in der Politik Anwendung finden. Und damit wir natürlich, du hast es schon angesprochen, es zeichnet sich erstens Solidarität natürlich unter Frauen auch für fragwürdige Statements ab. Aber eben auch andere Sachen. Fake News verbreiten sich. Nicht für fragwürdige Statements, das möchte ich klarstellen. Okay. Und damit wir nochmal ganz genau wissen, wo eigentlich die Krux im Internet liegt, beziehungsweise der große Segen, der damit übereinkommt, haben wir damit einen kleinen Film für Sie vorbereitet, der illustriert nochmal alles ganz genau. Vor 10 Jahren war der Twitter-Kanal des US-Präsidenten Barack Obama ein Meilenstein des Fortschritts. Sein Nachfolger Donald Trump kommunizierte fast ausschließlich über das soziale Netzwerk. Auch hierzulande springen Politiker und Politikerinnen auf die sozialen Medien auf. Neben Plenumsdiskussionen findet immer häufiger der Meinungsaustausch im digitalen Raum statt. Politische Informationen sind immer leichter zugänglich. Gleichzeitig hat jeder die Möglichkeit, seine Meinung preiszugeben. Ungefiltert verbreiten sich ausgedachte Fakten, sogenannte Fake News, im Netz. Verschwörungstheorien und Misstrauen gegenüber offiziellen Stellen resultieren aus der Informationsflut. Wie gehen die Nachwuchspolitikerinnen mit dem neuen Format soziale Medien um? Wir sind hier, wir sind laut, all hier uns. Werden in einigen Jahren Influencer über die Belange des Landes entscheiden? So, die Diskussion ist ja erst vor ein paar Jahren aufgekommen mit Rezo, dem großen Rezo-Video, Zerstörung der CDU. Und da gab es auch schon ganz klar Kritik daran, dass Influencer jetzt die Politik entscheiden. Weil er ist in keiner Partei, er hat sich nirgendwo verortet, aber von ihm ging ja ein ganz großer Einfluss aus. Habt ihr da auch ein bisschen, den Drang danach, viele Follower zu sammeln, um selbst irgendwie durch Influencen Politik machen zu können? Die sozialen Medien, die fokussieren sich derzeit natürlich auf eine bestimmte Gruppe unserer Bevölkerung und das sind hauptsächlich die jungen Menschen, die darüber kommunizieren. Und auf der einen Seite ist es natürlich super, weil gerade das sind ja die Menschen, die in der letzten Zeit nicht gehört wurden. Andererseits müssen wir uns auch fragen, welche Gruppen sind dadurch nicht repräsentiert. Und das ist nun mal der ältere Teil der Bevölkerung. Und wir müssen schauen, wirklich, dass das nicht nur auf den sozialen Medien basiert, dass unsere Politik sich nicht darauf festlegt. Zum Beispiel die altherkömmlichen Veranstaltungen, die man manchmal eben noch kennt, Politiker reden mit den Menschen. Das ist auch ein großer Teil, der sich dadurch dann vielleicht ein bisschen mehr gehört fühlen würde. Und ich denke auch, dass die, was wir angesprochen hatten in puncto Fake News, wenn etwas erstmal im Internet ist,
Stichwort Rezo, das Video, dann ist es auch nicht mehr ganz so einfach wegzudenken. Und auch wenn Fake News reinkommen über bestimmte Ereignisse, die vielleicht gewesen sein könnten, dann ist das auch erstmal da. Und wie soll man als Politiker oder als Politikerin sich dazu positionieren? Das geht nachher ganz schnell unter. Und das ist immer einfacher eigentlich auf dieser Ebene, wenn man wirklich mit den Menschen redet. Ich würde das tatsächlich ein bisschen anders sehen. Nämlich, wenn man sich anschaut, wo Menschen heutzutage ihre Informationen, ihre Nachrichten herholen. Da hat sich ganz schön was verschoben, und zwar von Printmedien hin zum Internet, zu sozialen Netzwerken. Und auch das Alter der NutzerInnen ist ja unterschiedlich. Also Facebook beispielsweise wird eher von älteren Menschen genutzt. Also zumindest so aus meiner und ich glaube auch aus eurer Generation sind jetzt nicht mehr so viele auf Facebook. Aber Instagram, TikTok, Snapchat, es gibt ja so viel und auch so viele verschiedene Formate, die es da gibt. Und ich glaube, ich gebe dir insofern recht, dass wir uns nicht komplett auf die sozialen Netzwerke beschränken sollten. Aber ich glaube, einige Parteien haben definitiv noch Nachhilfebedarf mit, wie gehe ich eigentlich in sozialen Netzwerken um? Wie nutze ich die? Wie kommuniziere ich da mit Menschen? Und das heißt ja nicht, dass man die Menschen ausschließt, die eher analog unterwegs sind. Ganz im Gegenteil, so Formate, die man da auch sonst hat, mit den Menschen ins Gespräch kommen oder auch Pressemitteilungen schreiben. Auch sowas kommt ja bei den Leuten an. Das muss ja nicht entweder oder sein, sondern ich glaube, beides ist der Weg. Und zu den Fake News ist, glaube ich, der Ansatz, dass man die Menschen so ein bisschen dazu bringen muss, Sachen eher zu hinterfragen. Und das fängt für mich irgendwie an, dass man sowas, also ich habe das damals nicht in der Schule gelernt. Meine Eltern musste ich das auch erstmal erklären. Wie kann ich eigentlich nachschauen, ob was mir jetzt auf Facebook angezeigt wurde als Nachricht, ob das wirklich eine Nachricht ist? Sowas wie eine Google Reverse Bildersuche. Also ich nehme das Bild aus dem Beitrag, gebe das in die Google Bildersuche ein und guck mal, wo ist dieses Bild sonst aufgetaucht? Und wenn das irgendwie auf einmal in einem ganz anderen Kontext ist, dann liegt der Schluss ziemlich nahe, dass der Artikel wohl nicht ganz so stimmt, wie er da steht. Ist zumindest ein Indiz dafür. Und wir müssen, glaube ich, schauen, also diese sozialen Netzwerke arbeiten ja ganz viel mit Algorithmen und sich irgendwie selbst verselbstständigenden Filterblasen. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo wir als Politik ran müssen und gucken müssen, wie kann man das aufbrechen, wie kann man da Menschen rausholen, also so blöd das klingt, rausholen, ne? Aber wie kann man da vielleicht auch Warnungen vor Fake News mit reinbringen? Da gibt es noch ganz viel, was wir zu lernen und zu tun haben. Und ich glaube, was auch unsere Parteien oder Organisationen, wobei Fridays for Future macht das ganz gut, wie wir mit solchen Netzwerken umgehen können. Ich glaube auch, dass man natürlich aufpassen muss mit Social Media, wie viel Macht man Social Media gibt, weil die Macht natürlich einerseits für uns total gut sein kann, um schnell viele Leute zu erreichen. Aber es führt eben auch zum Machtmissbrauch. Ich glaube auch, dass diese Kritik gegenüber Fake News und so weiter auf die harte Tour gelernt werden muss. Ich glaube, dass wir inzwischen viel sensibler umgehen mit eventuellen Fake News und vielleicht nochmal kritischer hinterfragen, zumindest meine Bubble, das ist sicherlich nicht auf alle übertragbar, aber ich denke, wir sind da, es ist eine Entwicklung, und ich glaube, es ist keine Hilfe, wenn man sagt, wir machen nur noch analoge Politik, weil wir das Risiko nicht eingehen wollen, weil das ein unheimliches Potenzial hat. Trotzdem brauchen wir natürlich die Räume, die wir analog auch haben, weil das eine Ebene auch schafft, in der man zum Beispiel WählerInnen erreicht, die man niemals in einem digitalen Raum schaffen kann. Und man darf natürlich Politik für analog veranlagte Menschen, sage ich mal, nicht verunmöglichen. Aber also zum Beispiel für mich ist ein wichtiger Punkt, ich glaube, ohne Social Media und Internet und die ganzen Kommunikationsplattformen und Messenger wäre mein politisches Engagement gar nicht in dieser Form vorhanden. Und ich bin da sehr für dankbar, dass ich in dieser Zeit leben darf, in der es so leicht ist, sich zu vernetzen. Gerade auch, wenn wir sagen, als Frauen ist es schwer, wir brauchen diese Netzwerke, um uns über viele Strecken hinweg zu verbinden und eben auch gemeinsam die Krisen dieser Zeit anzugehen. Und das sind also zwei globale Krisen, die wir gerade sehr präsent haben, die wir niemals lösen könnten, wenn soziale Netzwerke nicht vorhanden wären. Und deswegen bin ich dankbar für diese Möglichkeiten, auch wenn man da vorsichtig mit umgehen muss.
Mir fällt aber noch ein Punkt ein, der total kritisch ist, also den ich total kritisch finde bei sozialen Netzwerken und bei unserem Internetumgang. Und ich bin gerade drauf gekommen, wegen Krisen, mit denen wir irgendwie umzugehen haben. Also ich würde das nicht direkt Krise nennen, aber wir stehen auch noch vor anderen Herausforderungen. Der digitale Wandel, den wir gerade in unserer Gesellschaft haben. So, es gibt mittlerweile irgendwelche Glühbirnen, die man per App steuern kann. Aber ich weiß nicht, inwiefern ihr euch irgendwie die Videos vom Chaos Computer Kongress anschaut. Ich mache das manchmal und ich finde das manchmal wirklich gruselig, wie sich Leute beispielsweise über so eine Glühbirne in ein Netzwerk reinhacken können. Weil man halt eine Glühbirne hat, die mit einer App irgendwie verbunden ist und über das WLAN dann. Das sind Sachen, für die es viel zu wenig Sensibilität in unserer Gesellschaft gibt. Auch was man bei den sozialen Netzwerken an Daten hergibt. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir das nutzen. So, ja, es ist cool, dass wir uns mit Leuten vernetzen können. Und nein, ich möchte nicht auf meinen Facebook-Account verzichten. Schon allein, weil ich darüber mit internationalen FreundInnen vernetzt bin und sonst gar nicht mitbekommen würde, was bei denen eigentlich abgeht. Auf der anderen Seite müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wir zahlen nichts für diese Dienste. Wir sind bei Facebook und Co. nicht die KundInnen. Wir sind das, was im Endeffekt verkauft wird, weil uns wird die Werbung angezeigt. Wir sind das Produkt und in der Nutzung und in dem Umgang damit sollte man das, glaube ich, nie vergessen. So, upsi, ich komme immer nach Hause und sage, hey, mach das Licht an. Da sollte ich vielleicht heute mal ein bisschen drauf achten, wenn ich nach Hause komme. Ich glaube, es ist aber auch eine Frage, in welcher Bubble man steckt. Ne? An welche Informationen man rankommt und an welche eben nicht. Und ich stelle mir immer in meinem Freundeskreis die Frage, weil ich viele meiner älteren Mitmenschen sehe, die halt an ganz andere Sachen glauben als ich. Ja, mittlerweile ist ja an was man glaubt, ob man an Klimawandel glaubt oder nicht, das ist ja quasi eine Glaubenssache mittlerweile. Nee, es ist eben keine Glaubenssache und das ist das Problem, es ist keine Religion oder so. Wir sind ja, aber ich glaube, es bilden sich mittlerweile so Glaubenssysteme darum, ja, also fast wie religiöse Gruppen, die halt auch in ihrer Gemeinschaft, aus ihrer Gemeinschaft heraus leben. Ne, das ist aber doch eher so ein Problem, was wir im Moment in unserer Gesellschaft haben, dass auf einmal Fakten nicht mehr als Fakten anerkannt werden, sondern als Glaube. So, und wenn man sich anschaut, die Anzahl an WissenschaftlerInnen, die im Bereich Klimawandel forschen, wie viele Leute sagen, okay, es gibt einen menschgemachten Klimawandel und okay, die Auswirkungen davon variieren dann natürlich ein Stück weiter, kommen nicht alle zu den gleichen Ergebnissen, aber eine wirklich verschwindend geringe Anzahl negiert das. Und das ist für mich keine Glaubensfrage, das ist eine Sache, glaube ich Wissenschaft oder bin ich irgendwo im Mittelalter hängen geblieben? No offense. Aber also in diese Richtung vielleicht, was du auch meinst, dass es mittlerweile ein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Also wenn man nicht den menschengemachten Klimawandel so anerkennt und auch alles dafür tut, sozusagen den als erste Priorität sieht, dann ist man gleich ein Leugner. Wenn man nicht gleich in der Corona-Pandemie alle Maßnahmen befürwortet, ist man ein Verschwörungstheoretiker. Und in diese Richtung, glaube ich, das ist aber auch eine gesellschaftliche Sache, die wir uns vielleicht fragen müssen, ob dieses Schwarz-Weiß-Denken überhaupt notwendig ist oder ob nicht jeder mit dem, was er für richtig hält, auch ein Stück dazu beitragen kann, dass es am Ende besser wird. Ja, also ich glaube, wir haben auch diese Glaubensfrage ein bisschen zu groß gemacht. So groß wollte ich die gar nicht aufziehen. Das war aber, glaube ich, Fehler meiner Frage. Worauf meine Frage eigentlich abziehen sollte, weil wir beschäftigen uns ja gerade mit sozialen Netzwerken, war, ob ihr glaubt, einer Lüge aufzusitzen. Ich meine, die Leute, die eben nicht an Corona glauben, nicht an den menschengemachten Klimawandel, sind sicher auch sicher, keiner Lüge zu vertrauen. Wie sicher seid ihr da, dass ihr als Ureinwohner des Internets, wie man so schön sagt, ihr seid ja die erste Generation, die damit aufgewachsen ist, euch sicher seid, allen Fakten jederzeit vertrauen zu können, die ihr für vertrauenswürdig haltet. Die Gewissheit hat man nie. Also man kann nicht sagen, das ist 100% richtig. So, weil selbst wenn Sachen hervorragend recherchiert sind und super ausgearbeitet sind, ist zumindest die Auswahl der Daten, die man erhebt, ist dann wieder menschgemacht. Und Menschen machen Fehler. So, und Menschen haben auch immer einen subjektiven Einfluss auf Dinge. Also da sind wir so bei einer urethischen Frage. Gibt es sowas wie objektive Wissenschaft? Gibt es eine Objektivität? Aber dafür sind wir heute nicht da, um das zu diskutieren. Ich glaube, es hilft schon mal, wenn man sich einfach verschiedene Medien anschaut.
Also wenn ich jetzt einen Zeitungsartikel beispielsweise lese und denke mir so, boah, Alter, ist das krass. So, und dann gucke ich aber nochmal, was schreiben denn eigentlich andere Zeitungen beispielsweise darüber und versuche mir ein möglichst breites Bild irgendwie zu finden, bevor ich irgendwie für mich selbst irgendwelche Schlüsse ziehe. Das ist manchmal nicht einfach, weil man natürlich dazu verleitet ist, vorschnell Schlüsse zu ziehen. Aber ich glaube, diesen Moment des Innehaltens und des Nachdenkens, den müssen wir uns erlauben, dass wir eben nicht irgendwie vorschnell in Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Auch die Gefahr sehe ich. Wobei ich beispielsweise bei Corona-LeugnerInnen, die gibt es ja tatsächlich auch, die sagen irgendwie, Corona gibt es gar nicht, das ist eine Erfindung oder sagen, das ist irgendwie nur eine Grippe, die sind da halt ein Stück weit Fehlinformationen auf den Leim gegangen. Und meine Antwort darauf ist nicht, die quasi wegzuignorieren, sondern man sollte mit den Leuten reden, man sollte sie aber auch nicht überhöhen. Ne? Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich echt in diese Richtung geht. Was möchte ich eigentlich glauben und was möchte ich als richtig empfinden? Also das hat ja auch ein Stück weit auch eine individuelle Frage. Welche Medien nutze ich und was für Zeitungen lese ich mir durch? Also ich glaube nicht, dass jeder sich verschiedene Zeitungen vielleicht auch aus verschiedenen politischen Spektren durchliest, um sich dann wirklich ein volles und ganzes Bild irgendwie anzueignen und entsprechend glaube ich, wenn man in einem Kreis groß geworden ist und sich in einem Kreis aufhält, der zum Beispiel Corona eher leugnet, der vielleicht einen menschengemachten Klimawandel eher leugnet, dann liest man sich entsprechende Zeitungen durch, schaut sich entsprechende Videos an und dann wird es quasi immer weiter vertieft und entsprechend, glaube ich, kommen dann tatsächlich diese Dinge, wo man ein bisschen aufläuft im Internet. Ich glaube auch, man muss gut aufpassen. Wenn wir sagen, man muss bestimmte Zeitungen lesen, dann kriegt man auch die richtigen Informationen, dann sagen wir das ja, weil wir aus einem bestimmten Kontext kommen, in dem Leute diese Zeitung lesen oder sich auf eine bestimmte Art und Weise informieren. Und die Menschen, die das nicht tun, die haben ja meistens auch nicht die sozialen Rahmenbedingungen, die ihnen Zugang zu diesen Informationen schaffen oder auf Dinge hinweisen. Und ich habe vor allem das Gefühl, dass wir ja eigentlich alle irgendwie die Fähigkeit haben, zu differenzieren, ist ein Statement plausibel, wirken Fakten irgendwie schlüssig, ist das logisch hergeleitet, eine bestimmte Argumentation. Und wenn wir diese Fähigkeit ausschalten, dann ist das meistens, weil wir emotional reagieren auf eine politische Situation zum Beispiel. Deswegen finde ich, kann man ganz gut beurteilen, ob etwas plausibel klingt oder nicht. Und wenn man der Meinung ist, dass etwas nicht plausibel ist, dann ist das oft eben auch zurückzuführen darauf, dass Menschen sich eben nicht gehört fühlen oder Ängste haben. Und deswegen finde ich es wichtig, darauf Rücksicht zu nehmen. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben einen Boom an AfD-WählerInnen, dann liegt das möglicherweise nicht daran, dass die AfD eine total coole Sockenpartei ist, sondern dass sie eben irgendwie Ängste ansprechen, die Menschen aus der Bevölkerung haben. Und da können wir nicht sagen, das ist alles Humbug und die Corona-LeugnerInnen, die sind eben einfach blöd oder die wissen nicht, wie man sich informiert oder die sind halt eben arm dran, sondern dann muss man eben schauen, wie kann man diese Leute ansprechen, wie kann man Lösungen finden, um Alternativen zu bieten. Und das sind anscheinend Lücken, die wir mit unseren Parteistrukturen nicht gefüllt haben. Und da müssen wir uns eher irgendwie zuschreiben, weil wir da ein Problem geschaffen haben. Und jetzt liegt es ja auch an euch, bald Menschen über eure sozialen Kanäle zu informieren. Und da stelle ich mir halt eben die Frage, weil wir hatten ja vor vielen Jahren das Problem, dass junge Menschen mit der Politik gar nicht mehr mithalten konnten. Das sind alte, meist weiße Männer, die in ihren kleinen Grüppchen reden, was sie für richtig halten. Und denkt ihr als junge Menschen, die halt Nutzer des Internets sind, dass das Internet auch einfach den Spalt zwischen alten Menschen und jungen politikinteressierten Menschen schließen kann? Oder seht ihr da trotzdem noch den alten Content von alten Menschen? Also ich weiß nicht, es kommt jeweils aufs Format an. Ich weiß nicht, ob das Internet, wie wir es heutzutage nutzen, diese Lücke tatsächlich schließen kann, weil die Medien, wo viel diskutiert wird, die ich so mitbekomme, sind halt irgendwie Twitter, Facebook, seit neuestem gibt es jetzt irgendwie noch Clubhouse. Aber vor allem auf Facebook und Twitter
merke ich, dass Diskussionen super häufig unfassbar toxisch sind. Und es gibt so Facebook-Gruppen, da versucht man dann irgendwie gegenzuhalten, irgendwie auch gegen diesen Hass im Netz, und man merkt, wie einen das auslaugt. Wenn man irgendwie so einen halben Tag versucht, irgendwie gegenzuhalten, da kommen die ganze Zeit Nachrichten rein, und zwar in einem Ton, wo ich mir sehr sicher bin, dass Menschen so nicht miteinander sprechen würden, wenn sie sich gegenüberstünden. Ich glaube nicht, dass so eine aufgeladene Stimmung tatsächlich zu einem Diskurs was beiträgt. Man muss, glaube ich, Formate schaffen, wie das möglich ist, wie die Generationen da irgendwie auch mehr in Austausch kommen können. Ich mache das irgendwie mit meiner Familie, mit meinen Großeltern, wenn ich mit denen telefoniere. Aber das ist natürlich auch nur ein eingeschränkter Personenkreis, den ich da erreichen kann, mit dem ich sprechen kann. Aber vielleicht habt ihr ja noch Vorschläge, wie man das gut machen kann. Ich finde, man verwechselt, glaube ich, bei Social Media oft zwischen einer Diskursplattform und einer Plattform, auf der gesendet wird. Weil ich glaube, dass der Sinn, zum Beispiel, wenn man jetzt Instagram nimmt, nicht darin besteht, dass man sich austauscht und politisch diskutiert, sondern dass Leute senden und beeinflussen, weshalb wir das eben auch kostenlos nutzen können. Und ich glaube, dass es vielleicht eine gute Plattform ist, nicht unbedingt Instagram, aber sagen wir Twitter zum Beispiel, um sich zu informieren und allgemeine politische Strömungen festzustellen. Aber das kann niemals der einzige Punkt sein, in dem man recherchiert. Und man braucht viele andere Aspekte und am besten eben auch analoge Aspekte. Und die persönlichen Gespräche sind, glaube ich, immer noch ein sehr entscheidender Punkt, um zur eigenen Meinungsbildung beizutragen. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass sich, glaube ich, auch durchs Internet dieser Vorwurf so ein bisschen gelegt hat, dass die Jugend so politikverdrossen sei, weil es nämlich dadurch eben auch wieder eine Plattform bietet, um sich politisch zu informieren und Jugendliche eben dazu anhält. Und ich glaube, viele alte weiße Männer, sagen wir, spiegeln mir halt häufig, dass sie sich freuen, dass wir uns engagieren und dass sie quasi darauf gewartet haben. Und wenn Social Media das bewirkt, dann ist es das Richtige. Aber wir müssen eben auch auf die Nebeneffekte aufpassen. Da hast du schon genau das angesprochen, was wir in unserem nächsten kleinen Filmchen zeigen wollen. Nämlich in unserer nächsten Diskussion geht es eben um Politikverdrossenheit. Damit Sie nochmal richtig informiert werden, zeigen wir Ihnen was Kleines, was wir da zusammengebastelt haben. Politikverdrossenheit. 1992, das Wort des Jahres. Sinkende Wahlbeteiligung, weniger Parteimitglieder, Verdruss über die da oben. Seit den 90er Jahren sorgen sich Politikforschende um das scheinbar neue Phänomen. Bei Jugendlichen diagnostizierten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ein Identitätsproblem. Die führenden Figuren der Politik sind zu alt für die jungen Lebenswelten. Von einem Politikdesinteresse sind die Jugendlichen jedoch weit entfernt, so die Forschung. Ich bin nur sehr vorsichtig, von der generellen Politikverdrossenheit zu sprechen, weil die Menschen schon an politischen Fragen ein Grundinteresse haben. Manchmal ist es eher eine Parteienverdrossenheit oder eine Politikerverdrossenheit. Ich glaube, da müssen wir sehr differenziert schauen, und das ist in allen Generationen weiterhin natürlich vorhanden. Wir sehen auch bei den Jugendlichen ein geringeres Interesse an Parteien, mehr ein Interesse an politischen Fragen und einem freien sich engagieren, unabhängig vom Engagement in Parteien. Das gibt es, das wächst, aber das wächst nicht in gleichem Maße, wie das politische Interesse wächst. Anfang der 2010er Jahre wendete sich das Blatt. Die zahllosen Schüler, Schülerinnen und Studierenden auf den Fridays for Future Demonstrationen stehen für ein neues Interesse an Politik. Mittlerweile nennt sich beinahe jeder Zweite politisch interessiert. Politikverdrossenheit, das ist natürlich genau unser Thema. Und da meine Frage, habt ihr das bei euch schon erlebt, Politikverdrossenheit, oder ist das weg? Doch, ich würde auf jeden Fall sagen, dass diese Politikverdrossenheit schon noch da ist. Zumindest in den Themen, wenn es mit dem Klimaschutz aufhört. Junge Menschen engagieren sich für den Klimaschutz, gehen für FFF auf die Straße. Aber können sich für, wenn sie sich damit nicht identifizieren können, dann
ja, dann entsteht so eine Bubble quasi von Menschen, die sich, jungen Menschen, die sich nicht gehört fühlen und die haben vielleicht nicht das Instrument zum Beispiel, um auf eine Demonstration zu gehen und die fühlen sich, ja, wo soll ich hin sozusagen, beziehungsweise haben sie auch teilweise in der Schule gelernt, okay, ich muss meinen Mund irgendwie halten und ich schaue das, was der andere mir sagt, was mein Lehrer mir sagt, aber nicht wirklich dieses, ich kann mich engagieren. Und das ist ja schade. Ich würde das tatsächlich nicht sagen. Es gibt super viele junge Menschen, die in verschiedensten Politikbereichen aktiv sind und interessiert sind. Mir fällt ein, Netzpolitik, Arbeitsmarktpolitik über die Gewerkschaftsjugenden. Das Problem ist, dass sie nicht wahrgenommen werden. Und ich glaube, das war vielleicht auch, ich habe das jetzt nicht analysiert, aber ich glaube, das war auch lange Zeit irgendwie ein Problem der Parteien, dass sie junge Menschen da nicht richtig mit an Bord geholt haben. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass mehr junge Menschen in Parteien kommen, weil wir leben in einer Demokratie, die mit Parteien funktioniert. Parteien sind die entscheidenden Institutionen, die irgendwie auch Abgeordnete dann schicken. Und wenn man Sachen verändern möchte, es ist super wichtig und richtig, dass man auf die Straße dafür geht, aber es gibt auch andere Formate, wo gekämpft werden muss. Und da würden, glaube ich, junge Menschen in Parteien sich freuen, da noch mehr MitstreiterInnen zu haben. Ich glaube auch, dass man irgendwie mal erkennen muss, dass es ganz wichtig auch für Politik ist, wenn man den Schwung der Jugend reinbekommt, weil es eben nochmal ganz neue Perspektiven aufmacht. Ich habe aber ehrlich gesagt das Gefühl, dass selbst beim Thema Fridays for Future das eben nur eine sehr geringe Personenzahl anspricht. Wir sind natürlich ein großer Kreis, weil wir die Möglichkeit haben, global auf ein Thema aufmerksam zu machen und das ist wichtig. Aber wenn ich zum Beispiel in meinen Jahrgang reinschaue, merke ich, dass Leute sich nicht politisch engagieren, weil sie nicht die Möglichkeiten dazu hätten oder weil sie sich nicht zu helfen wissen, sondern weil einfach der Wunsch überhaupt nicht besteht. Im Gegenteil, wenn ich dann politische Themen anbringe, seien es jetzt Klimathemen oder andere, habe ich das Gefühl, dass direkt eine Abwehrhaltung besteht. Aber allgemein ist, denke ich, trotzdem gerade eine Bewegung zu vermerken und wir spüren, dass sich irgendwie was verändert, weshalb wir ja auch überhaupt über das Thema in letzter Zeit so oft reden. Ich glaube aber, das sind alles relativ normale Entwicklungen, dass auf eine sehr politische Jugend immer wieder eine politikverdrossene Jugend folgt, weil es natürlich immer so Booms an Themen gibt und wenn die so ausgeschlachtet sind, dass einfach überhaupt keiner mehr die Kraft dafür hat, sich politisch zu engagieren, dann gibt es wieder so eine Bewegung wie die Punkerbewegung, die sagen, uns ist eigentlich alles total egal, wir halten uns so raus, dass wir uns weder informieren noch konkret uns dazu äußern, was sich inzwischen vor allem dann wieder geändert hat, weil viele Punker links geworden sind. Aber ursprünglich sind diese Bewegungen ja aus dem Wunsch entstanden, sich nicht politisch verhalten zu müssen, nicht aus Angst, sich falsch zu verhalten, sondern einfach, weil man diese Verantwortung loswerden wollte, sich äußern zu müssen. Und ich glaube, das sind völlig normale Bewegungen, aber es ist gerade jetzt wichtig, dass wir wieder einen Aufschwung bekommen und viele junge Menschen mit vielen jungen Ideen bekommen, weil es absolut den Bedarf dazu gibt. Ich würde gerne noch einen ganz kleinen Punkt ergänzen, sorry, aber ich will dir in einer Sache vollkommen recht geben. Das ist auch was, was mir in meinem Jahrgang damals teilweise aufgefallen ist und auch wenn ich mit den Leuten heutzutage spreche, dass irgendwie, ich sag mal, so eine grundsätzliche, nicht Begeisterung, aber so ein Interesse für Demokratie teilweise nicht vorhanden ist. Und ich habe ein kleines Beispiel dafür. Ein ehemaliger Schulkamerad von mir, da waren wir abends unterwegs, hatte dann schon das ein oder andere Getränk getrunken und meinte dann zu mir, das mit der Demokratie ist ja schön und gut, aber irgendwie immer wählen gehen, das ist so anstrengend. Und wäre doch irgendwie gut, wenn wir da einfach jemanden hätten, der entscheidet, müsste halt ein Guter sein. Und da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil irgendwie so ein grundsätzliches Bewusstsein dafür, warum eine Demokratie gut ist, das sollten wir doch, glaube ich, alle haben. Und da sollte man vielleicht schauen, dass man das den Menschen auch beibringt. So, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schule aufgekommen ist, aber bei uns in der Schule war der Part zu Parteien, ich sag mal, eher dröge. Darf ich dazu noch einmal was ergänzen? Ja, also es gibt wirklich diese Partei- und Politikverdrossenheit, aber wir müssen da auch nach der Ursache gucken, warum haben Menschen und gerade junge Menschen keine Lust, sich parteipolitisch zu engagieren. Und diese
Ursache, glaube ich, liegt auch darin, dass ihnen eine gewisse Tragweite oder auch ein gewisses Wissen manchmal abgesprochen wird. Also zum Beispiel wäre ja auch ein Schritt, um ihnen entgegenzukommen, das Wahlrechtsalter komplett von 18 auf 16 runterzusetzen. Warum werden in der Schule keine Anreize geschaffen? Warum ist es quasi mit Sozialkunde oder Wirtschaft ein Fach, was maximal 2 Stunden in der Woche unterrichtet wird? Und dann ist das eben weg. Also man hat ja auch gar keine Möglichkeit sozusagen, wenn Menschen nicht von alleine drauf kommen, da so einen Schritt hinzugehen. Und diese Anreize, die müssen einfach geschaffen werden. Und auch nur dann können wir irgendwie diese Politikverdrossenheit ein bisschen mildern. Also du bist ja jetzt die Jüngste bei uns hier in der Runde. du darfst dieses Jahr zur Bundestags- bzw. Landtagswahl noch gar nicht mitwählen. Doch. Landtagswahl ist ab 16. denkst du persönlich, wenn wir das Wahlalter für die Bundestagswahl auch nochmal senken würden, dass wir damit auch einfach ein bisschen mehr Druck auf deine Altersgruppe machen würden, um sich politisch zu engagieren, sich politisch Informationen zu holen, beziehungsweise selbst aktiv zu werden? Oder traust du dir das überhaupt zu, unter 18? Also ich glaube, dass um also so eine Grundlage zu haben, um das Wahlalter runterzusetzen, müsste Aufklärungsarbeit in den Schulen erfolgen. Was sind welche Parteien? Neutral, alle Parteien mit einbinden. Was für Wahlprogramme haben die? Das heißt, dass viel früher eigentlich auch darauf angesprochen wird, sozusagen diese ganzen Themen mit reinzubringen. Und wenn das geschafft wird, dann kann auch das Wahlalter runtergesetzt werden. Und dann sind Menschen und gerade junge Menschen zumindest informiert, was sie dann daraus machen. Das ist die andere Sache. Und jetzt eine kleine abschließende Frage. Seht ihr eine Tendenz oder glaubt ihr, dass wir in den nächsten Jahren durch das Engagement von euch, durch das, was sich generell in der Politik verändert, einfach mehr Frauen und junge Menschen in den Parlamenten sehen werden? Ich glaube, dass wir gerade eine ganz wunderbare Entwicklung beobachten dürfen und mitbegleiten dürfen aus jungen Frauen wie uns, die einfach irgendwie den Druck spüren und das Gefühl haben, hier läuft was fundamental falsch und deswegen mit ganz, ganz viel Energie und irgendwie einer Unermüdlichkeit da in die politische Arbeit reingehen. Ich kenne so viele, die ihren Schlaf rauben, sich nur noch von Kaffee ernähren, sage ich mal. Das nur, weil ihnen Themen so wahnsinnig wichtig sind und weil einfach die letzten Jahre viele Sachen nicht richtig gemacht wurden. Und ich glaube, dass wir genießen dürfen und irgendwie das alles mit begleiten sollten und dass aber auch Leute, die jetzt schon in Entscheidungspositionen sitzen, die so nutzen sollen, um eben solche Menschen zu unterstützen. Ich denke auch, wir stehen wirklich an einem Punkt, wo ganz viele Krisen zu bewältigen sind. Und diese Krisen können nicht immer nur mit der Rationalität von jahrelangen erfahrenen Politikern gelöst werden. Und ich glaube, dass gerade dieses bisschen Emotionalität, was von jungen Menschen aufkommt, es geht um unsere Zukunft, egal für welche Themen, dass die dazu antreiben werden, okay, jetzt möchte ich was verändern und jetzt mache ich das auch. Vielleicht nicht nur Rationalität, sondern es ist natürlich auch bequemer zu sagen, so wie es jetzt immer war, hat das doch funktioniert, wir machen das jetzt weiter und wir brauchen neue Ideen und dafür auch eine neue Generation, die in die Politik drängt und in die Mandate. Und wir sehen gerade parteiübergreifend, dass ganz viele junge Menschen sich um Mandate bewerben in unterschiedlichen Parteien. Und es ist jetzt an den Parteien, den Menschen auch die Chance zu geben. Ich bin da aber verhalten optimistisch. Das klingt noch nach sehr viel Aufholbedarf. Aber genau deswegen haben wir uns ja heute hier getroffen. Und ich möchte mich sehr dafür bedanken, dass ihr trotz eures Alters den weiten Weg hierher zurückgelegt habt, um einfach darüber zu diskutieren und dieses wichtige Thema schon so lange vor der Bundestagswahl, es sind jetzt noch ungefähr 230 Tage, aufs Plateau zu bringen. Also danke an euch drei junge Frauen, die so viel Politik machen und natürlich auch für euer politisches Engagement. Und einen ganz besonderen Dank gebe ich auch noch hinter die Kameras. Drei Kameramänner, der Theo, der Niklas und der Lukas, haben heute noch ein bisschen länger für mich gemacht. Und dafür möchte ich mich natürlich auch herzlich bedanken.
Und damit gebe ich ab an alle, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und dass Sie natürlich auch aus diesem Talk was mitgenommen haben.